aber Geld spielte für uns insofern keine Rolle. Ja. Ich bin ja, mein Vater hat sich verabschiedet von uns, meiner Familie, als ich 6 war. Das hat aber vorher schon nicht mehr so richtig geklappt, sodass wir alle gesagt haben, gut, das ist, funktioniert irgendwie nicht mehr und so. Und bevor die sich alle weiterhin nicht mehr mögen und sich nur noch rumstreiten, ist ja unerträglich. So. Aber deine Familie hat drunter, also die Familie, ja, deine Mutter und so, ihr alle, Kinder, ihr habt alle drunter gelitten. Wer findet das gut? Wenn die Eltern sich immer häufiger nur noch streiten, offensichtlich nicht verstehen, dann verstehst du das als Kind nicht, weil du findest sie ja beide gut. Und dann willst du sie beide behalten. Ja, und das klappt aber irgendwie nicht. Und dann hört man sowas von anderen, was man so kennt, Trennung, was weiß nicht, was das bedeutet. Das kann aber, die Situation kann unsicher werden. Was immer, das ist unkalkulierbar. Stehst du als Kind gar nicht drauf, kann dir wahrscheinlich jeder Psychologe bestätigen, dass Kinder das nicht mögen. Ja, klar. Und ich komme aber aus einer, meine Mutter ist Schauspielerin gewesen unter Gründgens und mein Vater kommt aus einer großindustriellen Familie im Teheran, da spielte Geld gar keine Rolle, das hatte man einfach, was man aber nie hatte, war Zuneigung. Also muss ich dir nicht erzählen. Also materielle Ersatz war alles da, aber die Eltern hatten nie Zeit, die Eltern waren immer im Geschäft und es gab dann Erzieher, die Kinder groß gemacht haben. Mein Vater ist auch sein Vater hatte mehr als 20 Kinder, war damals aber für so eine Familie Standard. Also dein Vater hatte so viele Brüder? Ganz viele. 19 Brüder. Ja, noch mehr. So, und ich kenne auch einige meiner Geschwister auch nicht, weil er hat später geheiratet nochmal in Teheran. Kenne ich gar nicht, weil die Familie ist so groß. Also dein Vater hat danach, muss man, damit du was verstehst, dein Vater wohnt jetzt im Iran und hat eine neue Frau und hat andere Kinder und du kennst die gar nicht. Deine Halbgeschwister oder Geschwister, die kennst du da gar nicht. Weil ich ja nicht einfach mal rüberfliege. Also ich habe da, und die Familie ist so groß, meine Familie ist auf der ganzen Welt auch verteilt. Es gibt auch einen Arm in Südamerika, es gibt einen Arm in China, Hongkong, es gibt also ganz viel. Das heißt, wenn die Familie zusammen käme, da wären, glaube ich, 600 Leute. Also es ist riesengroß. Multikulti, perfekt. Ja, also es ist ganz groß, genau. Und von daher bin ich groß geworden, dass es mehr gibt als dieses Baden-Württemberg in Deutschland, sondern Einflüsse von überall. So, und deswegen, ich habe da zwar gewohnt, aber uns wurde auch immer gezeigt, dass wir nicht von da sind. Also meine Mutter sprach ja Hamburg, kommt ja aus Hamburg, so. Mein Vater, wie gesagt, kam nicht aus der Ecke und ich bin auf einer Waldorfschule gewesen und da waren sehr viele Eltern, die, was ich, ein Klinikum geleitet haben, eine große Baufirma geführt haben und die haben dann ihre Kinder dorthin gebracht und wir sind da auch mit ihnen auf die Schule gegangen und da war Dialektverbot, was ich eigentlich schade finde, weil ich finde Dialekt gut. Ich finde Dialekt auch gut. Und da gab es den einen oder anderen, der Dialekt sehr breit gesprochen hat, was ich sehr, aber es war so ein bisschen, das ist unfein, weil so eine Geschichte, das macht man, Plattdeutsch spricht man in Hamburg ja auch nicht, das machen so die einfachen Leute. Werden wir vielleicht auch noch drüber reden. Ich habe mit den einfachen Leuten überhaupt gar kein Problem. Ich komme mit den einfachen Leuten gut zurecht, weil die sehr real sind. So, was je weiter du nach oben kommst, je mehr soziale Fallhöhe da ist, desto mehr verstellen sich die Leute auch. Also es ist jetzt sehr pauschal, aber sehr mehr ist, dass man immer erst hinter vorgehaltener Hand, wenn die alle weg sind. Und das gibt es bei diesen einfachen Leuten nicht so. Die sagen einfach nur, was soll der Scheiß? Und das weißt du dann, wenn du was Cooles machst, ist Cooles. Und wenn nicht cool, sagen sie eben auch, so ist es nicht. Und so pendelte ich immer zwischen diesen gut begüterten Vollintellektuellen und dann in Straßenzügen einfache Leute. Ich habe noch einen Schmied gehabt in der Straße bei uns. Also richtig mit Pferde beschlagen. Mhm, so, da bin ich hin. Und der Schmied war natürlich keiner, der vorher auf Harvard war. Das war ein Schmied halt. Und der Sohn war auch vom Schmied. So. Und dann Bäcker und sowas. Ja. Oder jemand, der einfach eine Buchbinderei und sowas. Und da bin ich rein. Ich habe in diesen ganzen... Als Kind bist du da rein. Überall und wollte da mit. Und da habe ich dann auch versucht, irgendwie mitzuarbeiten. Was man so macht, hat sich einfach eingebracht, weil ich einfach immer neugierig war. Aber du hast als Kind auch schon gearbeitet? So ein bisschen, arbeite, ne? seit ich 13 bin, professionell. So, ich habe schon vorher gearbeitet, wo man so mit Taschengeld Autos waschen, Zeitungsaustragen, sowas alles. Aber professionell habe ich Jobs gehabt, seit ich 13 bin, die aber dann eher für 16-Jährige waren. Da war ich halt 16. Ich weiß, wie der deutsche Industriestandard aufgebaut wurde, weil ich habe bei den großen Automobilherstellern, die in der Provinz fertigen lassen, habe ich in diesen Fabriken gearbeitet. Dann hat man zu mir gesagt, du musst aufpassen, hier haben wir mit gebrochenem Deutsch mit mir gesprochen, weil die anderen waren alle aus Portugal oder sonst wo. Ich muss ein bisschen aufpassen bei der Stanze. Weil die funktioniert nicht richtig mit dem Sicherheitssystem und der Typ, der vorher da war, die Hände sind jetzt ein bisschen zerquetscht, dem hat man 500 Mark gegeben, hat ihn zurückgeschickt, das muss ich einfach, wenn es runter, einfach wegziehen. So, dann habe ich schon gemerkt. So, und da hat er mich immer gefragt, ob ich Kaffee komplett, bringst du Kaffee komplett? Und was soll er, das war mit so diesen miesen Maschinen, weißt du, da ist Kaffee und Zucker dabei und da hast du das gezahlt, damals kostet 20 Cent und so. Und, Pfennig hat das damals. Ja, Pfennig, genau. Und ich hatte, glaube ich, mal 5 Mark dabei. Und dann erinnere ich mich noch, wie so jemand zu mir gesagt hat, Kerle, woher bringst du so viel Geld? Das heißt, wo habe ich diese Unsummen her? Da fiel mir gleich dumm auf. Ja, 5 Mark war viel Geld damals. Aber ich wollte immer mein eigenes Geld verdienen. Das habe ich auch gemacht, ja. So, warum wolltest du als kleiner Junge dein Geld verdienen? Das ist ja ungewöhnlich. Ja, ich habe ja gemerkt, was Geld bedeutet, weil als mein Vater abgehauen ist, wie wir das interne ja formulieren, also die Kurve gekratzt hat, hat er sich nicht mehr um uns groß gekümmert. Hat sich also an der Frau gerecht. So der klassische Rosenkrieg, sodass wir plötzlich gemerkt haben... Und finanziell hat er euch nicht unterstützt? Nee, hat er uns nicht unterstützt. Obwohl er sehr viel Geld eigentlich für sehr wohlhabend war? Ja, aber so ein bisschen, ich glaube, er war beleidigt.
mein Vater kommt aus einer sehr großen und sehr angesehenen iranischen Familie, die im Shahna war. So, und da war Shahna, was ist Shahna? Ja, am Schah. Ach so, dicht dran, am Shahna. Ja, genau, der Shahna. Ja, ja, am Shahna. Genau, ich hatte ja mit Polinitz am Hut, bis ich später realisiert habe, wer denn der Schah war, wer den installiert hat und so. Das heißt, das ist, die waren also gut mit der CIA und dem Mossad und all diesem ganzen Quatsch, Savak und so, der ganze Quatsch. Aber da ist er ja auch reingeboren worden. So, und da gab es eben gewisse Standards. Wenn du in Teheran da in diesem Viertel gewohnt hast, das war ja letztlich alles schon gegatete Communities, da fuhr man natürlich BMW, Mercedes, da hatte Bauknecht und so etwas. Deutschland war ein ganz wichtiger Partner, du wirst dich erinnern, der Schah von Persien, auch mal mit der deutschen Heirat kam. Also das waren so diese Kreise. Und da ist es so, da kommst du nach Deutschland als so ein Mann und findest es total schick, dass die Frauen eben ganz anders sehen. Eine selbstständige Frau, die war auch Jahre älter als er. Und wenn du dann zurückgehst, dann musst du aber auch gewissen standardisieren, dass es da gibt es ja Regeln. Also gibt es Regeln, was Frauen machen, was Männer, ist ja eher standardisiert, war in den 70ern jedenfalls noch viel stärker so. Und wenn die Frau dann aber das nicht so macht, dann stehst du als Typ ein bisschen komisch da, ob du deine Frau nicht im Griff hast oder so. So kommt es voll rüber. Ja, ja, so. Ja, ja. Und wenn die Frau sagt, mach das so dann nicht oder war auch immer, die haben da andere Freiheiten, dann ist so ein bisschen so, die hören den oder verarscht den oder der steht blöd da und da ist der Begriff dann eben, wie stehe ich denn jetzt da? So. Und ich glaube, es hat ihn gekränkt. So, ich versuche immer, den zu verstehen, wie der drauf war. Es hat ihn gekränkt und dann haben sie gemerkt, sie können in dem Land nicht zusammenleben. Weil hier ist es ein bisschen anders, aber dort können sie nicht, weil er auch ein junger Typ war, hat ihn als Student kennengelernt, aber sie können dort nicht eben leben, weil das geht, das entspricht nicht der Etikette. Ja, einfach so ein so. Seinem Stand halt. Genau. So. War ja das gibt's in den, oder so. Gibt es in den Staaten, es gibt es überall. Es gibt eine gewisse Grundetikette, Regeln und wenn da jemand kommt, der dann sagt, es passt nicht. Ja. Ja. Heute würde ich sagen, Junge, mach mal progressiv, sind wir auch nicht. Sind wir auch nicht. Wir sind auch nicht unendlich progressiv. Aber das hat daran hat es wohl gelegen. Und dann war es auch, das Wetter ist ja sehr heiß dort, hat meine Mutter eh nicht vertragen. Und dann hätte es eh nicht geklappt. Und so zu wissen, kommst mit einer Frau nach Hause, ihr habt auch schon dann irgendwann mal 6 Kinder, also 5 Kinder zusammen, haben sie, 5 Kinder, ich habe noch eine Halbschwester. So. Und dann klappt das nicht. Und warum heiratest du auch im Ausland? Was soll denn das? Du sollst dort studieren, deswegen haben wir dich da hingeschickt. Ja, dann sind an der Sorbonne, überall, jetzt kommst du zurück, hast du studiert. Und warum nimmst du jemanden, genau, weil es ist einfach nicht kompatibel. Wir fahren hier alle, Ferrari und du kommst jetzt mit dem Nissan GT-R. Das passt nicht, was soll denn das? Du hast doch hier eine reiche Auswahl. Also, so und, ungefähr stellst du dir das vor. Ja, und der war das jüngste Kind der Gesamtklicke. Und da habe ich mir immer gefragt, warum hat der so viele Kinder in der kurzen Zeit in die Welt gesetzt? Weil in diesen Ländern so als Mann dann gilt es, wenn du Kinder in die Welt sind. Nur Vater sein. Da kann man die Potenz sehen, sozusagen. Ja, aber Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr, weißt du ja selber. Ja, natürlich. Und dann war der viel zu jung. Ja, der hat wie alt war er? Der hat sein erstes Kind mit 22 bekommen. Oh, ja, mit 23, mit 24, mit 25, mit 27. Und da war parallel, das hat er studiert, Deutsch gelernt, das alles gemacht, war Ingenieur und so weiter. Und das war wohl zu viel. Das wäre mir auch zu viel gewesen. Wollte ich gerade fragen, wäre dir das nicht auch zu viel? Also mir wäre das auch zu viel gewesen. Dass ich 4 Kinder und ich bin 27 und studiere noch nebenbei. Ich habe dann später meiner Mutter gesagt, das hättest du noch sehen müssen und so. Ich weiß nicht, aber die wollte unbedingt viele Kinder haben und das fand alles ganz schick. Vielleicht war das auch so eine Sozialromantik, dass die Eltern gesagt haben, ob das mal gut geht, dann wollte man den 70er Jahre Eltern zeigen, wir können, weil wir ans Wilde so können wir ja, und so. Und genau. Das ging es halt dann doch nicht so. So. Aber dazu muss man ja nicht jemanden heiraten, der aus einem anderen Kulturkreis kommt, ja, weil die Bildung war gleich. Also die kamen beide aus gebildeten Haushalten. Das ist ja oft das Problem. In den Bildungsschichten, ob du jetzt eine Bildungsschicht in Frankreich nimmst oder eine Bildungsschicht in der Türkei oder in Israel oder in Iran, die sind eigentlich ähnlich. Wenn du in eine andere Schicht rein heiratest, das hat, glaube ich, größere Schwierigkeiten. Aber wie gesagt, es hat nicht funktioniert. Bei vielen anderen seiner Geschwister hat es super funktioniert. Und die haben auch viele Frauen von sonst wo geheiratet. Paris, England, so. Das hat super funktioniert. Aber da hat es nicht geklappt. Weil ich glaube, mein Vater ist nicht richtig erzogen worden. Der hat immer unter Liebesentzug gelitten. Der hat ja, glaube ich, 3 Erzieherinnen gehabt. Da gab es immer so ein. Der kannte nur seine Erzieher. Seine also Eltern Erzieherin verschleißt, oder wie? Ja, seine Eltern hatten die Zeit. Seine Eltern, das muss ich vorhin so ein bisschen bei Denver klaren. So war das. Also er selbst hatte auch quasi keine Eltern. Ja, du fährst erst mal 20 Minuten über so einen Kiesweg, bis das Anwesen kommt. Und die Eltern, die kennst du eigentlich nicht. Man sieht sich zu Hause noch. So ist das. Und das können wir uns ja alles gar nicht vorstellen. Aber wenn man ja auch die Bilder, und ich war ja auch viel dann im Iran, wenn man sich das anguckt, was das war schon eine andere Welt. Das ist, wenn wir jetzt beide nach Dubai einreisen und dann irgendwie so der drittklassige Scheich, der ist trotzdem noch auf einem anderen Level, lebt der und sagt, ich kann heute nicht. Der Westflügel ist nicht richtig geheizt oder sowas. Ja. Das können wir uns nicht vorstellen, aber ich habe jedenfalls als Jugendlicher schon gemerkt, dass es mehr gibt als Baden-Württemberg. Das habe ich in mir selbst gespürt, das habe ich meinen Verwandten, Bekannten gespürt, wenn mich Leute besucht haben, wenn wir dorthin gefahren sind, wir sind ja da auch oft dann gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, man kann im Flugzeug ziemlich lange sitzen, man steigt irgendwo aus und da sieht es ganz anders aus. Die reden anders, eine riesige Stadt, sowas gibt es ja gar nicht bei uns. Ja, Teheran ist ja eine 13-Millionen-Stadt. Ja. Und es mangelt an nichts,
Aber irgendwas ist doch anders. So. Ist alles Business, leiser, gewisse Dinge werden nicht angesprochen. Es gibt eine sehr starke Etikette, es gibt einen sehr starken Druck, was wir hier so nicht kennen. So, hier ist ja, glaube ich, die Durchlässigkeit jetzt ja auch nicht mehr der Klassen anders. In der DDR war es noch besser, da brauchte man nicht unbedingt Geld, um zu studieren. So. Aber da war es ganz da kastenmäßig aufgestellt. Und das du hast quasi als kleiner Junge, wo das dann mit deiner Familie passiert ist, Vater war weg und so weiter, da hast du die Flucht nach vorne und nicht nach hinten angetreten. Du bist quasi nach vorne gerannt, um deine Welt zu finden. Kann man das so sagen? Ja, man kann es sogar noch anders formulieren. Spätestens als ich 6 Jahre alt war, ich habe das Bild noch im Kopf, als mein Vater die Treppe runtergeht und meine Mutter gesagt hat, den Satz habe ich heute noch, Papi geht auf Reisen. Da wusste ich, das steckt mehr dahinter. Du hast das Gefühl, ne? Ja, wir haben ja alle realisiert. Irgendwann fangen Kinder ja an, oder Eltern ja an, vor ihren Kindern sich nicht mehr versteckt zu streiten, offen. Und dann vergessen sie, dass du Kinder sind. Und dann versuchen auch Teile der Eltern, dich auf die Seite zu bringen und sich da auszuweiten. Das ist der ganze Quatsch. Die Eltern damals gemacht haben, heute wahrscheinlich auch gemacht haben, ich habe es nie gemacht. Ich habe ja auch mehrere Beziehungen hinter mir, aber ich habe das eben nicht gemacht. Ich habe gesagt, das will ich nicht machen. Ich muss versuchen, den Kindern zu sagen, die muss ich raushalten, weil die leiden eh, das merken die eh, aber diesen Quatsch nicht, diesen Hebel ansetzen. Du willst und Vater so sein, ne? Ja, das ist alles scheiße, was da passiert ist, aber weiß ich nicht. Die Leute waren damals vielleicht auch so, weil ihre Eltern, war ja die Kriegsgeneration, haben ja nie geredet. Ja, die haben alles verdrängt. Das war ja bei meinen Eltern auch so. Das kam ja auch aus so einer. Genau. Und mein Vater musste seinen Vater auch noch sitzen und das war auch ganz komisch. Also und deswegen. Ich erinnere mich noch an die Sprüche meines Großvaters deutscher Seite, ja, Baujahr 1900, ja, der gesagt hat, früher hätte man sowas in die Kadettenanstalt gebracht. Dann habe ich mir gesehen, er war in der Kadettenanstalt. Er war Lehrer, mit 14 stand er schon vor der Schulklasse und hat unterrichtet. Die waren alle erdrett angezogen und so war das. Es waren andere Disziplinare, da wurde auch noch verhauen und sowas. So waren die ja geprägt und so. Und wenn man sich überlegt, jemand, der 1900 geboren ist und wie die Welt 1970 aussah, was sich da getan hat, rein... Wie Eltern mit ihren Kindern reden. Er ist mit Kutsche aufgewachsen. Ja, mit kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja, genau, mit Flugzeug nach Hause. Ja, und da war es eben so, ich habe relativ früh angefangen, weil ich habe, um es zu Ende zu bringen, ich habe spätestens mit 6 gemerkt, meine Eltern sind auch nur große Kinder oder Erwachsene sind auch nur große Kinder und ich wollte so schnell wie möglich unabhängig werden und ich wusste ganz genau, dazu muss man sein eigenes Geld verdienen, sein eigenes Ding machen und da muss man auch nicht rechtfertigen, wenn man sich was kauft, dass man sich das kauft und man kann auch entscheiden, was man sich kauft und man hat auch ein Ziel, auf was man sparen kann. Mhm. Und deswegen bin ich in der Tätigkeit auch nachgegangen, immer verschieden, aber es ging mir eher darum, dass dort, wo ich dann war, da wurde ich wie ein Erwachsener behandelt. Ich habe aufgehört, seit ich 6 war, erwachsen zu sein, als Kind zu sein. Kind zu sein. Ja, also seit ich 6 war. Du hast mir erzählt, dass du gar keine Kindheit hattest. Das war keine wirkliche Kindheit. War wirklich keine Kindheit. Also am Anfang war es eben so, wenn man bemerkt, okay, da gibt es Stress in der Familie, dann sieht man eben auch, wo man aufgetaucht ist, so Daltons-mäßig, habe ich ja viele Geschwister, die eben so gestaffelt sind, dass man natürlich wusste, wer sind die, was fällt in so einer Stadt hier auf, das sind die, das ist ja übersichtlich, man kennt sich und das sind hier die Kinder von dem. Hast du das als Kind gespürt, dass da Diskriminierung da war? Klar, da war, also eine Diskriminierung, da wir aus einer guten Schicht kamen, war super, aber trotzdem, die sind eben anders. So, das ist, weißt du, wenn du hier, was ich, Botschafter von Dubai bist und du läufst durch Charlottenburg mit deinem Gefolge und dann siehst du einfach anders aus, dann fällst du auf. Du fällst einfach auf. Und wenn du dann irgendwo beim Italiener isst, dann sehen die Frauen und die Männer einfach anders aus. Die haben ganz viele Kinder. Es fällt einfach auf. Und wenn du raus bist, wird darüber geredet werden. Das ist ganz klar. Das ist nicht so, wenn wir da reinmarschieren. Wir fallen da nicht auf. Aber die sehen auch anders aus. Also ist völlig logisch. Es wäre umgedreht ja genauso. Wenn wir nach Indien gehen, wir beide uns da hinsetzen, wir würden auffallen. Dann würden wir auffallen. Das ist natürlich. Und so ist es auch. Man fiel einfach auf. Ich musste nicht sagen, wer ich bin. Das wussten die Leute. Das bist du von denen. So. Und das ist aber auf der Schwäbischen Alb und in Bayern ja auch so, dass oft, wenn die Kinder benannt werden, ja, dass man die Zugehörigkeit benennt. Also beim Friseur, Jakob, Schweden, Karl, Sei, Andrea. Andrea hat einen Vater, Jakob, und sein Vater heißt der Schwede, weil der wohnte in dem Haus außer dem Dorf, in dem Schwedenhaus. Und so wusste man, die Linie wurde durchgegeben. Das ist überall so drin. So. Mhm. Und deswegen ist es jetzt auch nicht so was Besonderes. Nur irgendwann hat man eben gemerkt, dass man taxiert wird. Irgendwann lernt man, man wird nicht nur bemerkt, man wird auch taxiert. Wo gehört der hin? Und was hat man gelesen, wie die wohl so sind? Und da habe ich ganz früh angefangen, dass das, was man über wie man in der öffentlichen Wahrnehmung, dass das sich mit der Realität nicht decken muss. Vielleicht bin ich deswegen Reporter geworden. Aber
Ich glaube, der Grund ist ein anderer. Ja, ich hab dann angefangen, mich in die Welt der Musik, kann man schon sagen, zu flüchten. Ich habe dann angefangen, machen wir mal, du bist mir zu schnell. Ich wollte noch mal kurz mit deiner Kindheit. Ja. Du hast also dann gemerkt, Papa ist leider weg und so weiter. Und du musstest das ja irgendwie, musstest du dein Leben. Du hast ja diesen, der Halt vom Papa war plötzlich weg und deine Mutter. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Halt war. Ich erinnere mich an meinen Vater. Der Halt der Familie an sich. Die Familie war eben auch schon nicht mehr so richtig. Ich erinnere mich daran, dass ich meinem Vater mich oft auf die Schulter genommen und so. Erinnert man sich nach hinten raus ein bisschen besser. Und es waren schöne Zeiten, die waren aber sehr knapp. Und ich erinnere mich auch an viele andere Sachen, wo ich gemerkt habe, Vati und Mutti verstehen sich so überhaupt gar nicht mehr. Und das konnten wir als Kinder nicht einschätzen. Wenn die sich anschreien oder andrüllen, was auch immer. Wie ist das? Was ist das? Das war gewirkt für Kinder gefährlich. Das merkst du oft, dass die Kinder, wenn Eltern sich streiten, fangen an zu heulen, weil die können es nicht einschätzen so. Ja, ja. Und da war es eben so, dann ist dann plötzlich der Erzieher weg und jetzt ist die Mutter alleine da. Es fehlt ja jemand raus und das musst du ja irgendwie kompensieren. Die Familie ist kaputt. Ja. Da fehlt jemand, es fehlt einfach ein Block. So, und wie gehst du jetzt in den Alltag über so? Der hat ja auch Aufgaben gelöst, dann fällt dir die Rolle zu. Ich war jetzt nicht der älteste Sohn, aber deinem ältesten Sohn, Bruder, fällt die Rolle zu. Dann fällt dir aber als Bruder weg, der kann nicht mehr ungezwungen Bruder sein. Alles solche, das hat führt zu einer Kettenreaktion. Und als Kind, man muss seine Charakter, mal seine Identität und seine Rolle finden. Genau. Und du hast deine Rolle gesucht und auch gefunden, schon als du ein Kind warst. Das hast du mir erzählt. Das ist aber so. Jetzt nicht so genau, wie ich das sage. Ja. Ich wollte arbeiten gehen, um einfach in einer Welt, wo die Regeln für mich klarer waren, wenn du dort erwachsene Arbeit leistest, wirst du erwachsen behandelt. Mhm. Und hier war es eben so, du wurdest mal als Kind behandelt, mal als Erwachsener. Mal hat man sich bei dir ausgemeint und dann wurdest du wieder als Kind, ey, musst du nicht im Bett sein. Das ist so diese Willkür und das kann ich nicht leiden. Ja, das ist etwas, Willkür kann ich nicht leiden. Und wenn jemand anfängt, willkürlich zu werden, also auf jemanden zu zeigen, der muss weg, weil ich das finde, da werde ich sauer. Okay? So, und ich werde ja nicht so oft sauer, aber wenn ich sauer werde, dann wirst du richtig sauer. Dann werde ich richtig sauer. So, ja. Du hast als Kind angefangen, dich mit Erwachsenen auch zu unterhalten. Nur? Richtig. Du hast dich fast nur mit Kindern konntest du dich vielleicht gar nicht so richtig unterhalten. Hast du zwar auch gemacht, sicherlich, weil du hast ein Kind, du musst ja mit Kindern. Aber du hast plötzlich gemerkt, dass du dich mit Erwachsenen gut unterhalten kannst. Und du hast noch etwas ganz anderes gemerkt, dass sich Erwachsene mit dir gut unterhalten können. Ich erinnere mich daran, in meiner Schulklasse war das auch immer so, ich bin oft zu denen nach Hause gegangen. Ja? Zu den meinen Eltern. Verwandten, also nicht zu den Eltern, zu den Kindern, also den Eltern meiner Klassenkameraden. Da ist man zu denen gegangen und so, die hatten dann Garagen, da hat man rumgeschraubt, war es angenehm, da war viel Platz und so, da gab es einfach so eine 90-210-Welt, also weißt du, mit Doppelgaragen und gemähter Rasen, so, das, so Lassie-mäßig, das kannte ich jetzt nicht mehr so. Und da war es einfach, und ich war der verrückte Typ dann, der einfach Sachen macht, der nicht mehr so beaufsichtigt wird von zu Hause. Ja. Das war meine Währung bei den Kiddies. Nach dem Motto, der kann jetzt schon später nach Hause gehen. Ich muss um 8 im Bett und der geht gegen 8:30 mal nach Hause. Ich weiß aber gar nicht so genau. Und da habe ich dann oft mit den Eltern zusammengesessen, habe mit denen über alles mögliche. Das waren Unternehmer. Für die war ich dann praktisch so ein Exot aus einer fremden Welt. So ein Typ, der aus einer anderen Klasse kommt, aus einem anderen Land für sie so ein bisschen kommt und der nicht nach Hause muss und wo sie dachten, der wird jetzt wahrscheinlich, der pendelt jetzt mit so Arbeitern rum, arbeitet schon in irgendwelchen Fabriken, wo er eigentlich gar nicht darf. Was ist denn das für ein Typ? So, das ist eine Mischung aus Tom Sawyer und Huckleberry Finn in einer Person. Das habe ich angefangen. Ich wollte immer so Hobo werden, auf so einen Zug, das war immer mein Traum, einfach weg. So, probieren, was geht. Und da habe ich angefangen, extrem viel zu lesen, auch extrem viel Musik zu mich mit Leuten zu unterhalten, mit Leuten auf der Straße und gemerkt, Sprache ist ein sehr wichtiges Tool, weil ich bin ja auch ein wütender Mensch gewesen. Aber das also du hast Sprache da richtig entdeckt. Ja, ne? Hast du auch entdeckt, dass du gut reden konntest damals schon? Nö. Hast du gar nicht gewusst, ne? Nö. Aber du hast es ausgebaut. Ich weiß damals. Nicht, ob ich es aufgebaut habe. Ich habe einfach viel gesprochen mit Erwachsenen. Darüber denkt man nicht nach. Als Kind nicht. Nee. Ich habe einfach mit Leuten geredet und dass Sprache etwas ist, dass die einen vielleicht besser können als die anderen und dass man damit weit kommt als die anderen, das hat man gar nicht hinterfragt, sondern irgendwie geht es. Ich kann dir gar nicht, wie es ist, wenn es nicht geht. Ich habe es einfach gemacht, es hat geklappt. Das kann meine Tochter aber auch. Meine Tochter geht... Deine Jüngere? Ja, die ist ja auch auf einer internationalen Schule mal gewesen. Ja, das heißt, sie spricht relativ gut Englisch und seit sie 8 ist. Dann geht die irgendwie auf einen internationalen Flughafen, stellt sich in ins Businessgespräch und reißt das an sich. Das ist dir scheißegal. Ja, ja. Und redet damit, die gucken sie an... Das ist vielleicht, ist es genetisch veranlagt oder in die Wiege gelegt, keine Ahnung. Aber ich habe erst sehr viel später Sprache zu meinem Beruf gemacht. Das wollte ich nie. Ich bin ja, als ich beim Radio war, bin ich in der Musikredaktion. Du bist mir wieder zu schnell. Machen wir mal, du bist ja auch als Kind, also du hast ja mit deinen Eltern und so, mit den Erwachsenen viel rumgeredet und so weiter. Jetzt mache ich mal einen kleinen Break, wo du schon jugendlich warst. Da bist du zum Radio gekommen. Genau. Wie war die Geschichte? Wie bist du da hingekommen? Das war ja auch ein Zufall. Also ich bin erst du wurdest mal, ja entdeckt.
ich will mal so sagen, ich wollte immer zum Radio eigentlich. Ich war immer ein Musikfreak. Wegen der Musik, genau. Ja, wegen der Musik. Also ich habe mich mit den Künstlern identifiziert, ja. Also vor allem mit den ganzen schwarzen Künstlern und ich habe mich mit deren Bios identifiziert. Also was ich... Blues oder Jazz oder... Alles, was schwarze Musik angeht, ja. Das war ja auch ein politischer Ausdruck. Ich wusste ja nicht, wer die Black Panther waren, aber ich habe es dann mitbekommen, wer die sind, ja. Carmichael und ich habe... Die Musik ist ja ein bisschen rebellisch, ne? Also ja, das war, genau. Und dann stieß ich natürlich auf Malcolm X, ja, Martin Luther King, also später ja. Thomas Sankara und was Musik da machte, ja. Ich meine, man muss sich ja überlegen, auch später Musik interpretierte das ja alles. Ja, und ne? auch Muhammad Ali, was der Musik, was das für die schwarze Community waren, waren ja Helden. Das sind Typen, wie alt warst du damals ungefähr? 17, 18? Nein, schon viel, nein. Noch schon jünger? Mit 12. Mit 12 schon. Habe ich vor dem Radio gewohnt. Und weil es bei uns ja so war, die Geldmittel waren extrem limitiert, habe ich dann immer, gab es noch Grobmüll, ich weiß nicht, ob es das in Baden-Württemberg noch gibt, da haben die Leute ihre alten Oma-Radios, nenne ich die, rausgestellt. Wir haben die geholt und haben daraus dann Zeug gebaut. Da habe ich mein Zimmer, habe ich mit meinen drei Geschwistern gewohnt, so ein ganz kleines Zimmer, habe ich zu einem Radio umgebaut. Ich war in einem Radio gewohnt. Das habe ich mit meinem Bruder auch gemacht. Ja, und dann angeschaltet. Das heißt, ich habe vor diesem Radio gewohnt. Diese alten Dinger, ne? Ja, und da habe ich nachts immer gehört, ich habe im Radio gehört, die Stimmen von irgendwas. Und dann habe ich angefangen, diese Musik zu hören. Und Fernsehen hatten wir gar keinen. Und es war auch für uns kein Thema. Und dann diese Welten, wer da spielt, dann haben sie die Musik aufgelegt. Und da wurden Geschichten ja noch zu erzählen, ja, wer das war und so. Ja. Und dachte ich, oh Mann. Weißt du, dann kommt John Lee Hooker und denkst du, oh. Die Geschichten, woher der kommt, was der macht, die Geschichte von Ray Charles und so weiter. Und da dachte ich so, diese Typen treffen, die sind echt gut drauf. Die sind auch jetzt Underdogs, die werden auch immer taxiert aufgrund ihrer Hautfarbe. Die haben musikalisch was drauf, müssen trotzdem immer durch den Hintereingang. Also diese Doppelbödigkeit der Gesellschaft, das habe ich auch bei mir dann erlebt. Weil als mein Vater hier abgehauen ist, fing es plötzlich an, so die Fassade der Gesellschaft nach dem Motto, bisher wäre alles cool, aber das ist eben so, wenn da zwei unterschiedliche Klassen heran, er hier, das wurde praktisch wie so ein Tier im Zoo. Mal gucken, wie lange der es macht, wurde ich dann so ein bisschen. Ja? Ja. Mal sehen, wie der es macht. Ich drücke ihm alle Daumen, aber wenn nicht, mal gucken. Also das ist so ein bisschen so. Und das habe ich da habe ich mich mit denen identifiziert. Das ist so ähnlich, so wie Sidney Poitier in The Heat of the Night. So, also sie müssen der Killer werden, sie sind schwarz, aber ich bin der Chefermittler beim FBI. Ja, ja. So erst mal ein Knast. So. Ja. Und da habe ich dann gemerkt, dass man, was Tarnen und Täuschen auch bedeuten kann. Dass man sich für blöd verkauft, wenig redet, sich das alles reinfräst alles, und du denkst, ah ja, das ist also die Bildungsschicht, sehr interessant. Sehr super. Und du hast ja, wo du jetzt 13 warst, das hast du ja nicht studiert, mit 13 studiert man sowas nicht, nein. Sondern du hast es frei als Information aufgenommen, du hast alles frei gelernt. Ja, frei gelernt und ich war ja im Raum Tübingen, ich habe viele Studenten getroffen, ich habe viele Eltern von Studenten getroffen und ich habe viel gemerkt, es ist unfassbar viel heiße Luft. Die konnten auch, wie man immer so sagt, keinen Nagel in die Wand schlagen. Ich hatte ja kein Geld mehr von heute auf morgen. Ja? So, ich hatte vorher Geld, ohne das zu wissen, aber ich hatte ja kein Geld mehr. Egal, was ich wollte, ich musste zu dem Geld kommen. Also, das können sich die Leute nicht vorstellen, aber ich bin im Haushalt groß geworden mit einem Kühlschrank, der war immer leer. Da war nie was drin, weil wir 6 Kinder, die hatten Hunger. Und so viel konnte meine Mutter gar nicht einkaufen, wie wir Hunger hatten. Das heißt, wir haben sie oft zum Supermarkt abgeholt, zu Fuß, ohne Auto und haben die Taschen schon geplündert. So, und ich erinnere mich daran, in unserer Schule habe ich oft die Pausenbrote mit meiner Klassenkameraden, bevor sie wegschmeißen, nehme ich sie schon wieder Wurst. Sag ich, was zu essen? Habe ich was gegessen? So, und... Deswegen war das von mir noch lange eine Manie, dass wenn ich später Leute besucht habe, als ich viel älter war, dass ich immer zu Hause in den Kühlschrank geguckt habe und gesagt, woher kommt das denn? Das kommt davon. Stimmt. Das muss da. Dieses, so, das sage ich auch immer mal heute meinen Kindern, ihr lebt aus meiner Sicht in sehr behüteten Verhältnissen. Das ist aber gar nicht so gut. Deswegen, wenn ich mir den Urlaub oder sowas mache, einfach reduzieren. Du brauchst kein Geld. Im Urlaub, ne? Ja, du brauchst kein Handy, das brauchst du alles nicht, sondern du bist cool. Und was macht dich cool, dass du es, wenn ein Problem kommt, ist es gar kein Problem, sondern das Gehirn will beschäftigt werden, wir schaffen das. Ja, da sind wir bei Angela Merkel. Ja, wir schaffen das. Genau. So. Ja. Und das waren so die Zeiten. Und insofern habe ich gemerkt, dass das Selbstbewusstsein oder anders auftreten, dass das eine Währung ist. Und das haben natürlich viele Menschen gemerkt, der Typ ist vielleicht 14, aber der ist irgendwie nicht 14. Weil ich habe aufgehört. Der hatte schon was Erwachsenes. Ja, ich habe aufgehört, Kind zu sein mit 8. Ja. Da war die Kindheit für mich Schluss, war einfach vorbei. Dann habe ich Jobs gehabt, die waren schon für die 12-Jährigen. So, weil du kannst, ich erinnere mich daran, als Kind ist es ja, bist du nicht in der Lage zu unterscheiden, wie alt jemand ist. Nein. Du kannst, ist der 22, der 22 ist gar nicht so. Und so dachte ich immer, wenn ich mir eine etwas dickere Jacke anziehe und so, dann denken die Leute, ich bin 16, dann rede ich ein bisschen tiefer und so. Das klappt natürlich nicht. So, wahrscheinlich haben die das belächelt, aber ich habe dann trotzdem Jobs bekommen. Ich habe dann bei den Eltern, die ich früher besucht habe, habe ich dann die Anwesen gemäht mit so Aufsitzrasenmähern. So, der Sohn hat dann weiter studiert, der soll später mal zu Blabla gehen und der Herr
Ken, hieß ich ja damals noch gar nicht, der darf den Aufsichtsrasen, ja. da, wir sind praktisch so, die haben es ja schwer, mit, die tun was Gutes. So. Ja, genau. Mal sehen, dass hat einen Fünfer dafür gekriegt. Ja, mal sehen, dass wir ihm was Gutes tun, mal sehen, wie es mit denen endet. Ja, ja. So. Und ich war da so ein Underdog und das Ding war, was ich halt festgestellt habe, irgendwann fingen die Leute an, über mich zu reden, während ich daneben stehe. Das kenne ich aus der Biografie von Malcolm X. Dass sie über ihn reden, während er daneben steht, weil er denkt, er kann nicht verstehen, was sie meinen. Er ist einfach ein dämlicher Nigger. So. Und das sagt ja auch sein Kollege mal zu ihm. Fragt er ja Malcolm X, sagen, was willst du werden? Sagt er, möchte Rechtsanwalt werden. Wer hat denn über dich geredet? Die Eltern oder die Gäste und was da so dann kam. Aber ich führe es zu Ende. Und dann sagt er, sein Freund ja zu dem Malcolm X, also sagt er, möchte ja Anwalt werden. Malcolm muss verstehen, was es bedeutet, ein Nigger zu sein. Sagt, du kannst kein Anwalt werden. Warum nicht? Natürlich bist du besser und kannst das alles gut, aber geht eben nicht. Und das ist die Willkür, wo ich gesagt habe, ein Augenblick. Ich kann machen, was ich will. Ich kann erreichen, was ich will. Und ich lasse mir nicht durch. Die Eltern haben sich zerstritten. Da war man auch ein bisschen immer auf neidisch, weil die haben immer sehr gut gelebt. Jetzt klappt es nicht mehr. Verstehst du? Und da hat man sich immer gefragt, womit die wohl ihr Geld, weil so richtige Arbeit ist das ja nicht, was die machen. Weil ich komme aus einem Diplomatenhaushalt. So richtig, was machen die eigentlich? Wovon leben die eigentlich? Studiert, aber die Verhältnisse sind da, weil natürlich kam das Geld mit der Post. Ist ja klar. Mhm. So. Und was machen die? Das war in so einer kleinen Stadt, fällt das auf. Und dann nicht mehr nach der, dachten wohl auch, sind was besser. Dieser ganze Käse, der da kommt. Und es gab eben andere Leute, die nicht so gedacht haben. Die einfachen Leute, für die waren wir bloß Kinder. Was die Eltern machen, das ist doch scheiße. Kann der Typ ein Auto umparken mit seinen 12? Ja, kann er. Kann er einen Wagen waschen? Kann er Zeitung austragen? Wenn ich ihn zur Post bringe mit meinem Zeug, kommt die Post an. Ja. Und da habe ich einen Freund gehabt in der Buchbinderei, der ist, als er 6 Jahre alt war, von einem Müllwagen rückwärts überfahren worden. Das Bein ist amputiert worden. Und der ist aber dann Bergsteiger trotzdem geworden. Der hat dann Bergsteiger gemacht. Der hat die Eiger Nordwand beklettert. Und der fand uns geil, weil der gesagt hat, auf mich hat auch damals niemand gewettet. Ja. Der hat mit dieser Prothese das durchgezogen. Das fand ich richtig geil. Dieser Typ ist, wo ich sage, da würdest du nicht hochklettern. Der hat das gemacht. Und der fand uns wahrscheinlich auch geil. Das sind auch so Typen, an die glaubt keiner mehr. Und die kriegen bei mir jetzt einen Job. Die haben dann so 50 Pfennig bekommen für den ganzen Tag arbeiten. Und da habe ich angefangen zu sparen, um mir mein erstes Radio zu kaufen. So ein kleines Grundig für damals, glaube ich. Wie alt warst du da? Ungefähr? 12 oder so. Habe ich lange gespart, um das zu bekommen. Und parallel habe ich mir aus Schrott ein Fahrrad zusammengebaut, um auf so einem Fahrrad und einfach wegzufahren. Fahrrad ist eine gute Erfindung, ist leise, man braucht kein Benzin, man muss sich einmal das irgendwie zusammenschrauben. Man kommt überall mit hin. Überall hin. So. Und die alten Radios in dieser Welt, es gab ja noch keine tragbare Musik. Als bei uns in der Schule die ersten Walkman auftauchten, wer das hatte, das war ja der Wahnsinn. Aber das hatten eben nur 2, 3 Leute mit reichen Eltern aus München. Die hatten dann das Ding für 400 Mark mit so einem miesen Kopfhörer. Und das war der immer nur rechts, links. Das war eine Sony, so blau, oder der Walkman. Das war der Wahnsinn. Das macht man sich ja gar nicht klar. Es gab ja noch nicht diese Ghetto-Blaster, war ja alles noch nicht. Ja. Ja, auch die Musik zwischen im Radio wurde zwischen der Musik noch Pausen gemacht. Ja. Es gab noch keine Jingles. Es gab das ja alles nicht so. Und das, was ich gehört habe, das war Importmusik. Die kam dann einmal die Woche beim SWR oder beim SDR ab 22 Uhr eine Stunde. MTV gab es doch nicht. Nee, das MTV gab's alles nicht. Nach 10 Jahren MTV hat MTV, glaube ich, den ersten schwarzen Videoclip gespielt. Und das war Michael Jackson. Das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Michael Jackson war der erste Schwarze, den sie gemacht haben? Also das war eine ganz andere Zeit. Das war Anfang der 80er, 82 so ungefähr. Das ist ja alles, man kann sich das heute gar nicht mehr so vorstellen. Nee, aber überhaupt nicht. Und in dieser Welt bin ich groß geworden, aber weil meine Mutter und die Familie kommt ja aus einer alten Räderfamilie. Und das war für mich der Traum, wie kommst du am schnellsten von zu Hause weg? Mhm. Indem du einfach anfängst, zur See zu fahren. Das geht. Und das war so mein Ding. Ich wollte zwar zum Radio, aber habe ich relativ schnell verstanden, ich werde nie zum Radio kommen können, weil ich kenne da keinen. Das ist eben, du musst verstehen, was es heißt, ein Neger zu sein. Das wird der ewige Traum bleiben. Ja. Aber zur See fahren geht schon. Du kannst relativ früh aussteigen, kannst als Matrose anheuern und dann kannst du vielleicht später Nautik studieren, dann kannst du mit 16 schon gehen. Das habe ich gemacht. Ich bin also schon in den Sommerferien bin ich schon zur See gefahren. Also gab es so Praktika bei Hapag-Lloyd, New York und so. Und da habe ich dann da gearbeitet, auf so einem riesen Kahn. So, und da wusste ich aber genau, wenn du das machst, musst du ja vorher so eine Sicherheitsausbildung und sowas machen. Aber, also lange ziemlich viel Papierkrieg. Aber wenn du den Kahn betreten hast, wirst du kurz eingenordet und wirst du genauso behandelt wie alle anderen auch. Und das fanden wir gut. Alle, die da rum. Ja. Also, ob du 16 bist oder 36, 46, mach deinen Job und dann wirst du von diesen Männern in die Runde aufgenommen. Das ist das, was viele Männer oder Frauen das auch brauchen. Wir. Und da sagst du nicht, woher kommst du, bist dein Vater, scheißegal. Ja. Hast du den Container verlascht, hast du rübergeladen und wir sehen uns oben am Deck. 2 Uhr nachts müsstest du schon längst im Bett sein, auf so einem Kahn nicht, scheißegal. Sondern pass auf, wenn du rausgehst, fällst du rum, holt dich keiner ab. Da zählt nur, was du wirklich kannst, was du wirklich machst, welchen Einsatz du zeigst. Ne? Genau. Und da gibt es diese Kameradschaft auf so einem Schiff, weil es ist ziemlich gefährlich. Muss ja zusammenhalten. Ja. Und das war einfach so. Und dann bist du ja als Neuankömmling jemand, bist ja eine wandelnde Zeitung. Du kommst von draußen und erzählst, was ist denn da draußen passiert, weil es war damals noch nicht das Internet. Man war nicht so ange... So. Ja. Die sind sehr, sehr einsam, kohortkarg. Und da habe ich einfach gemerkt, da wirst du nicht taxiert, woher du kommst, was du machst, sondern was leistest du an Bord?
So, bist du eine Arschgeige oder nicht? Und wenn du eben keine bist, ja, dann kannst du überall auch Sachen machen und kannst dann auch mit dem Captain mal reden. Ich war meistens auf der Brücke nachts, weil ich dann angefangen habe, mich für Vögel zu interessieren, weil die ja landen dauernd auf diesen Schiffen. Habe ich mich dann für Ornithologie entschieden, weil ganz stark interessiert. Weil ich traf immer irgendwelche riesigen Vögel, die da falsch geflogen sind und Wasser brauchten. Ich habe angefangen zu beobachten, immer. Ich habe immer beobachtet. Also seit mein Vater abgehauen ist, habe ich immer beobachtet, wie Menschen sind, was sie machen, wie sie Auto fahren, was sie tun, wie sie kleiden, wie andere darauf reagieren, wie sie sich verändern, wenn die entsprechenden Leute reinkommen. Diese Soziologie von der Straße, das habe ich immer beobachtet. Und dann habe ich gemerkt. So. Wenn man das versteht, dass man da eine Art Unterhändler sein kann, dass man verhandeln kann. Ich war bei uns in der Familie dann der Händler. Ich habe verhandelt. Ich habe mir so einen riesigen Schreibtisch gebaut. Und wenn es Stress gab, kam er zu mir. Und habe ich das. Ich war praktisch der Schlichter. Der Mediator. Ja, ich habe gesagt, was soll das denn? Mach's doch mal, ihr könnt doch, jetzt hör doch mal auf damit. Geh mal das, so regeln wir es so, okay, alles klar. Also wenn es Stress gab, und ich war aber nie auf einer Seite. Auch in meiner Familie, große Familie, war ich nie auf einer Seite, nie. Und deswegen war ich manchmal cool und manchmal war ich der jeweiligen Seite dann immer suspekt. Wieso, du bist ein geiler Typ eigentlich, warum bist du nicht bei uns? Ja, oder bei uns musst du kommen. Ich war nie auf einer Seite. So. Ich bin immer rumgefahren und spätestens nachdem ich zur See gefahren war, habe ich gesehen, ich habe den amerikanischen Boden zum Beispiel, da habe ich ja noch Amerika noch sehr, sehr geil gefunden, habe ich betreten über New Jersey mein erstes Mal, ich bin nie geflogen. Ausgestiegen und dann bin ich rübergefahren, dann wäre ich in Manhattan. Wenn du 16 bist und fährst nach Manhattan, dann denkst du, du spinnst. Ja. Ja? Denkst du, was ist das? Und da wurde, es gab an den Straßen, fing Hip-Hop an. Du dachtest nur, das kenne ich aus dem Radio, das ist jetzt hier live, das ist ja, was ist das? Und das waren die Kiddies, die waren ganz, für die warst du ja völlig behüteter Typ. Diese, verstehst du? Das war Downtown, Manhattan, Bronx. Und ich dachte, oh Mann. Da, weil ich viel gelesen hatte über diese ganze Kultur und über die Staaten und New York, war ich zu Hause. Ich hatte das Gefühl, ich erinnere mich, hier gehöre ich hin. Also dieses, das ist es. So. Mhm. Und deswegen habe ich auch dann aufgehört. Das war so ein prägendes Erlebnis. Ich habe später noch angeheuert, aber ich habe dann aufgehört, weil ich wusste, ich kann nicht ohne Musik, das ist mein Zuhause. Diese Kultur, diese Musik auf dem Schiff vereinsamst du. Und da habe ich aufgehört. So. Und das wollte ich aber, ich wollte immer das machen. Ich wollte immer zur See und raus, bis ich gemerkt habe, du wirst da letztendlich nur bessere Busfahrer, weil die Containerschifffahrt fing so stark an. Und das heißt, du fährst rein, lädst ab, fährst raus. Ich bin auch auf Stückgutkisten mal gefahren, wo es dann Unfälle gab, wo die dann mal eine Brücke zerschlagen haben. Und da erinnere ich mich noch dran, da waren wir, haben sie uns eine Brücke zerschlagen. Wir waren 3 Wochen zwangsfestgesetzt in Haifa, Israel. Und da haben wir uns einen Jeep geschnappt mit dem Typen und sind einfach 3 Wochen durch Israel geballert. So, da habe ich mir das angeguckt. Da habe ich die deutsche Geschichte, wo hatte ich ja ein bisschen schon was von. Ich muss unbedingt die Typen treffen, die das überlebt haben. Also hier mit der Nummer. Mit der Nummer, Ich habe die getroffen. Ich war aber auch in den besetzten Gebieten. Hast du mit denen geredet? Ja, auch? Klar. Die konnten ja alle gut Deutsch. Mhm. Also die meisten konnten gut, die ich traf, gut. Und einfach so überleben durch. Einfach, hast du da zum ersten Mal über den Holocaust gehört? Oder? Nein, die hat man in der Schule auch gehabt. Aber es ist ja so abstrakt. Das kann man jetzt, das wird ja auch in der Schule, musst du sagen, schnell durchgewunken. Ja. So, ja, also schnell durchgewunken. Und. Ich glaube, man kann es nicht nachvollziehen. Aber man hat als Kind ein sehr starkes Gefühl für Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Ja. Da traf ich die und die haben mir dann ihre Biografie erzählt und dachte ich, sag mal, nur weil sie eben, weil der jemand geschrieben hat, Juden müssen weg. So. Und da habe ich mich wieder mit denen identifiziert. Also wie mit den Schwarzen einfach, irgendwie unterdrückten. Warum? Einer hat entschieden. So, und da habe ich gesagt, es kommt mir sehr bekannt vor, einer hat entschieden, du bist jetzt draußen, okay? Du gehörst nicht dazu. Der kann man jetzt, du kannst es. Und ich war immer ein Typ, der diesen Underground gut verdammt. Wer sind diese Typen, dass die es wagen, über andere Menschen zu entscheiden, für was die gedacht sind, für was die geeignet sind? Diese Elitenkacke. So. Obwohl meine Familie iranisch dann selbst Elite war. Aber ich gesagt, was ist das? Und von da ist das gerade, wenn man jetzt das mit den Mahnwachen sieht, nichts, was ich mir zugelegt habe. Also auf den Zug springe ich auf. Ja, ja. Das stimmt eben nicht. Das ist totaler Quatsch. Ja, aber so bin ich dann zum Radio gekommen, weil ich wusste, Seefahrt, ich musste das andere Ding machen. Weißt du? So. Und wie bist du dann zum Radio gekommen, dass du auch zum ersten Mal moderiert hast? So? Das war natürlich reiner Zufall. Ich war, nachdem ich bei der Handelsmarine war, weg war, gab es sofort einen Brief von vom Militär. Wir haben jetzt gehört, die kennen sich wahrscheinlich unter Nein. So schnell. Ja, der ist jetzt hier weg. Sie sind ja jetzt weg von der Handelsmarine und die Handelsmarine ist ja im Kriegsfall der Kriegsmarine unterstellt. Jetzt haben wir gehört, dass sie da aufgehört haben und deswegen greifen wir jetzt mal auf das zurück, was wir ganz früher schon mal hatten. Sie waren noch mal vor 5 Jahren bei der Musterung. Und jetzt können Sie sich bei uns melden. Wir haben auch schon einen Einberufungsbefehl und wir haben ja auch was an Sie geschickt. Und das kam ja auch nicht zurück. Widerrufsrecht ist vorbei und so. Weil ich ja, das Post wurde ja nicht zugestellt und hat lange gedauert. Aber jedenfalls kommen Sie erstmal rum. Und dann war ich plötzlich bei der Armee.
ich verstehe, ich kam gerade von einem Kahn runter, ja, und war auf der Welt zu Hause und plötzlich heißt es, ja, und jetzt gehen Sie zur Panzerartillerie und dürfen so einer scheiß Haubitze sitzen mit irgendwelchen Kameraden und auf Sachen schießen. Da stehe ich ja total drauf. Ja, aber voll. Ja, so. Und ich war damals schon im Krieg, war das allerletzte. Diese ganze Willkür-Scheiß. Und dann fand ich mich wieder. Und dann habe ich gemerkt, okay, was mache ich jetzt draus? Gut, ich könnte jetzt wieder rufen. Das war damals nicht so einfach. Und wenn es aber nicht klappt, kriegst du richtig Stress. Oder aber sagst, okay, vielleicht soll es so sein. Ich habe oft so Geschichten einfach genommen. Wie du lernst jetzt mal, wie ein totalitäres System von innen funktioniert. Und das ist ja die Armee. In der Armee wird ja bestimmt. Ja. So ist es. Auch Befehl und wie die Rangordnung genau. Der Leute. Nachdem ich in Israel war, wollte ich, wie fängt es an, dass Leute einfach gehorchen? Wie geht das? Und sind Leute, also ich habe praktisch mein eigenes Milgram-Experiment durchgezogen. Und kann man sich dagegen wehren? Da bin ich dann bei der Armee gewesen. 15 Monate hätte das Ganze gedauert. Ich wurde nach 12 Monaten entlassen. Mit der Begründung, ich wäre subversiv. Mit mir könne man keinen Krieg gewinnen. Ich sage, ja, aber auch keinen Anfang. So, aber da habe ich eine Menge gelernt. Ich habe eine Menge gelernt über... Also die haben dich echt daraus befördert. Ja, ich habe gemerkt, wie Leute durch plötzlich, dass sie früher ein paar Litzen auf die Uhr wie anfangen oder wie Menschen anfangen, Lust zu bekommen, andere zu malträtieren. Ja. Von Leuten, von denen ich erst dachte, weil du bist ja zusammengeworfen in so eine Stube, du kennst keinen und später gehst du, 3 Tage später gehst du oder noch, gehst du mit allen, die im Teams, alles wird aufgehoben. Wie kommst du damit zurecht? Wie redet man? Was sind da? Und das sind so Zweckbündnisse. Was ist an dieser Kameradschaft dran? Gibt es das wirklich morgens mit dem Mülleimer geweckt werden? Aufstehen! Das ist ganz genau so. Mit der Zahnbürste putzen. Die ganze Kackstin. So, aber ich habe eben auch bei größeren Manövern Franzosen und Amerikaner, schwarze Amerikaner getroffen, die in Vietnam waren. Und da habe ich mich immer zu denen gesetzt. Ja. So, das heißt, ich saß bei Leuten, die waren voll mit Lametta und die waren in Vietnam. Und mit denen habe ich über Musik geredet. Und hat mein Hauptmann immer gesagt, was hast du mit denen geredet? Die konnten alle kein gutes Englisch. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht reden, es ist zwischen uns Geheimnis. Aber ich habe dann gemerkt, ey, ich muss zum Radio, weil die Typen, Public Enemy lief im Radio und ich habe den Typen gesagt, was gerade die neue Platte waren. Die waren ja GIs, waren in Deutschland, kannten sich gar nicht mehr, kam an das Zeug gar nicht mehr so ran. Ich habe ja im Plattenladen gewohnt, ja, lange Zeit, war ja viel im Plattenladen, also noch als Jugendlicher. Mhm. Ich konnte mir zwar die Platten nicht leisten, aber ich habe mir die angehört und dann habe ich Leuten, die da gekauft haben, Tipps gegeben, sie mögen das, dann mögen sie auch das. Und dann hat der Typ hinter der Verkäufer gemerkt, ey, der Typ ist Verkaufsförder und hat mir die Platten dann günstiger überlassen. So habe ich praktisch Platten bekommen, weil er gemerkt hat, wenn der reingeht und den berät, dann geht er nicht mit 2 Platten raus, sondern mit 20. Bam, 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 so. Also so. Du warst indirekt Verkäufer schon. Genau, so. Und ich mochte auch verkaufen. An der Theke, ich kann halt mit Leuten, weißt du, so einfach, kennen Sie das? Kennen Sie dich? Den müssen Sie kennen. Wenn Sie den mögen, mögen Sie auch den. Und der, so, eine Platte hat damals gekostet, ich weiß, ich habe mir meine erste Platte gekauft, die hat damals gekostet 17,90 Mark. Ja, Es war so unfassbar viel Geld. Mhm. Da habe ich einen Monat wirklich hart für gearbeitet. Einen Monat und mir nicht irgendwie nach der Arbeit was eine Stulle gekauft. Auf einen Cent auf dem anderen und diese Platte dann so. Jetzt hatte ich nur noch keinen Plattenspieler. Aber ich hatte Kumpels, die hatten Plattenspieler. Und die haben die dann aufgenommen und dafür habe ich eine Kassette bekommen. Das war dann unser Deal. Ich kaufe die Platten, ihr nehmt sie komplett auf und dann hören wir Kassetten über ein gemeinsames Geld. So war das die Geschichte. So habe ich immer schon geguckt. Ich habe praktisch die Musik gesucht, den Geschmack gemacht und die haben die Hardware gestellt. Letztendlich, was ich später beim Radio gemacht habe, was ich heute auch noch mache, dass ich sehr stark beratend tätig bin. Dass ich sage, wenn du das und das magst, bei dem, kennst du eigentlich das? Nee. Und dann, so ist das mal. Ja, stimmt, das bist du auch. Das machst du häufig. Ja. Ja, und dass man fragt mich ganz oft bei irgendetwas, man sagt, sag mal, weißt du, ich weiß Bescheid über viele Dinge, weil ich immer neugierig, ich habe alles gelesen, ob ich Medizin, Geschichte, ich bin einfach neugierig. Wenn ich jetzt ein Buch über Österreich Bücher, knalle ich mir alles rein über Hölzer, über Holz, das man beim Vollmond fällt. Da gibt es eine Menge Bücher, die ziehe ich mir alle rein. So, warum? Einfach um zu verstehen, wie es geht. Auch später in der Musik, ich habe in der Musikredaktion angefangen. Und da war es auch so, ich habe natürlich meine Musikrichtung verstanden, aber ich wollte wissen, wie funktioniert Punk? Punk war ganz komische Musik. Wie funktioniert Simon Garfunkel? Das hat ja nichts mit dem zu tun, was ich damals gehört habe. Wie funktioniert das? Meine Mutter hat Klassik gehört, das habe ich verstanden, wie das funktioniert. Aber wie funktioniert diese Musik? Wovon lebt die? Was macht der Johnny Rotten da auf der Bühne? Was soll daran geil sein? Warum gehen die Leute da ab? Das ist doch gar nicht Earth, Wind & Fire. Was ist da los? Was ist daran? So. Und gemerkt eben, dass das miteinander kommuniziert. Aber zurück zum Radio. Ich war bei der Armee. Und als die Armee dann auslief, fing ja in Deutschland an die ersten Privatradios. Und dann hörte ich bei mir um die Ecke, Schwäbische Alb war ich dann zufällig stationiert, dass im Reutlinger Raum, Tübinger Raum, plötzlich die Sender aus dem Boden und so Testsender gemacht haben. Hier entsteht in 3 Monaten ein Plan. Dann hat sich das alle 2 Stunden wiederholt. Alle haben plötzlich Lizenzen beantragt, dachten, das reicht für alle. Heute wissen wir, es reicht nicht für alle. Und dann bin ich zu diesen 4 Sendern gegangen und 3 haben gesagt, das wird nichts. Und der 4., da war der Musikredakteur nicht da, der kam aber aus Kiel. Der hat das Problem gehabt, als ich ihn später getroffen habe, dass er die Schwaben nicht verstanden hat. Ich war sein Übersetzer.
quasi. Was ich verstehe die nicht, hat er gesagt. Und der hat auch ganz abgefahrene Musik gespielt. Da habe ich gesagt, hey, cooles Zeug, was du hier spielst und so, aber ich glaube, dass du das und das auch noch. Und er hat gesagt, weißt du, ich bin hier alleine, hilf mir. Und der hat dann mit seinem Strich 8, der hat er die Platten, richtig noch von Kiel runter, der privaten Plattenbestand, diesen Sender gegründet. Und da war ich dann das Mädchen für alles, Musikredaktion, erstmal. Das Gebäude war gemietet für den Fall, dass man die Lizenz bekommt, weil es haben sich mehr Leute beworben als die Lizenz. Nur wenn man es bekommt, war man so gerüstet, dass wenn man es nicht bekommt, ist kein großer Schaden ist. Aber wenn man es gerüstet, schafft man es, nur muss man jetzt ranklotzen. Wir müssen in 2 Monaten hier einen Sender aus den. Wir haben nichts, wir haben jetzt nur die Lizenz, wir haben noch nicht mal Schreibtische. Wir haben noch einen Namen, aber es gibt keine Sendestrecke, wie soll die Sendung heißen, wir haben keine Redakteure, was denn? Und da waren wir die einzigen Typen in der Musikredaktion. Und die klassische Redaktion kam ja aus dem Tübinger Raum. Für die war ja Musik, ah, das, die Leute wollen wegen unserem Gelaber wollen die einschalten. Wir wissen heute, dass die Leute wegen der Musik einschalten und wegen dem Talk bleiben. So war es jedenfalls früher. Und da habe ich in diesem Sender gearbeitet und da hatten wir zu zweit freie Hand. Er war sowas wie mein Vater, also so ein, aber war nie Vaterersatz. Ich habe nie Vaterersatz gehabt, aber ich war... Väterlicher so ein, Freund ja, oder sowas? Oder so, väterlicher Berater? Ich war ein junger Hüpfer für ihn, ja. Der dieselbe Leidenschaft für ja. Musik teilte und ihm übersetzt hat, was die Leute da so reden. Mhm. Und da hat er sein Heimweh kompensiert, weil das war einfach alles andere als Norddeutsch. Und meine Eltern, Mutter aus Hamburg, da habe ich das verstanden. So. Und da haben wir einfach diese Musik zusammengestellt. Und damals gab es, es gab noch keine Apple, ne? Muss man wissen. Es gab noch Atari-Computer. Die waren so langsam, dass ich das von Hand geschrieben habe. Ja. Und das habe ich so schnell, also was man da so schreiben muss, die GEMA-Listen. Und das, ich habe das von Hand, war so schnell da drin, kann man sich vorstellen, dass ich am Ende die GEMA-Listen im Kopf hatte. Ich wusste das Auto, ich hatte die LC-Nummer, wer die Komponisten waren. Ich habe extrem viel gelernt. Wer hat das geschrieben, von wem kommt das, wann ist das geschrieben? Ich war also im Archiv. So. Und dieser Typ, der hatte ja nicht die Platte von Elvis Presley, die erste Single, gekauft, 20 Jahre. Der hat die gekauft, als sie rauskam. Der hat die Originalmaterialien da abgespielt. Der hatte alles. Und habe ach, das kenne ich nur als Sample. Das ist nur gesampled. Das ist gar nicht von dem. Das ist Ray Charles. Ich kenne es eigentlich nur da. Und da habe ich plötzlich gemerkt, das ist das Original und bin in die Geschichte. Ich war ja in den 80ern zu Hause. Da gibt es die 70er. Da gibt es die 60er. Mhm. Das sind die 50er. Das sind, und da gibt es verschiedene Musikrichtungen. Das gibt Klassik, da gibt es das, da gibt es Country. Was es auch immer gibt. Und dann bin ich, und das ist ein wandelndes Archiv, der Typ, der auch Musik gespielt hat. Und der ist irgendwann in Urlaub gegangen und hat dann gesagt, mach du die Musikredaktion. Und da habe ich die Musikredaktion gemacht, alleine in so einem Sender. Wie alt warst du da? 22. Nee, 20 sowas. Mhm. Ja, 20, 21. Und da war es so, nachdem, dass ich angefangen habe, dann meine Musik, das fing also nicht mehr morgens an mit Ray Charles, sondern mit dem Sample von Ray Charles in einem Public Enemy Song zum Beispiel. Das ging an anderes Wecken. So, ja. Und dann kamen die Originalsachen, da habe ich Sachen zusammengestellt. Und da gab es so eine Geschichte. Zusammengeschnitten auch? Nee, das gab es. Zusammengestellt, gut. Zusammengestellt. Mhm. So, es gab ja noch jemand, der die Sendung fuhr, ein Techniker, die Sendung fuhr. Die Sendung wurde noch gefahren von jemandem, da war noch eine Trennwand dazwischen. Ich habe oft Sendungen auch gefahren, ich habe die Studios auch mitgebaut, also ich habe auch Kabel verlegt und diesen ganzen Quatsch so gemacht. Weil ich einfach mich für alles interessiert habe. Die haben dann die Studios gebaut und keine rechten Winkel und so, alles gemacht. Und ich habe auch die Post ausgetragen, den Dienstwagen gewaschen, ich habe alles gemacht. Ich wollte im Radio alles machen. Wir haben ja nie vorgesehen für eine Redaktion, weil diese Tübinger Fraktion, hast du studiert? Nein. Naja, Musikredaktion. Jedenfalls fiel dann abends mal jemand aus, dann ruft mich jemand an, kannst du nicht die Sendestrecke fahren? Ist von 2 bis 4. Und da habe ich gesagt, okay. Dann habe ich meine Platten genommen, bin rein, das Mikro irgendwie hingerauft und habe einfach, was ich so über Musik dazu erzählen konnte, was ich wusste ja das. Und dann gab's, dann haben die Telefone angefangen zu läuten. Dann Twacker überall, ey, geile Geschichte. Und dann habe ich. Und dann haben die Leute gemerkt, der Typ funktioniert. Das war mir gar nicht klar. So. Und dann für dich war das normal. Ja. Ne? Ich mach und, das so. Ja, ne? Genau. Und dann gab's, kam mein Chefredakteur irgendwann damals, also Bord, und hat gesagt: Hör zu, ich habe mal geguckt, du schreibst ja stundenweise auf, was du hier machst. Du bist ja so eine Art Praktikant. So, Musikstation war so eine eigene Abteilung. Und die haben jetzt mal gesehen, du arbeitest so viel und am Ende wirst du ja nicht gut bezahlt, aber am Ende kommt trotzdem so eine Summe zusammen, weil du ja hier 90 Stunden Woche und mehr hast. Du verdienst jetzt praktisch so viel wie ich, das geht so nicht. Sag ich, wieso nicht? Ja, um Geld ging es mir nicht, weil ich habe von dem Geld Platten gekauft, die ich in dem Sender eingesetzt habe. Ich habe von dem Geld Technik gekauft, die ich im Sender eingesetzt habe. Ich dachte, die Mikrofone sind gut, aber man gibt doch die. Es gibt bessere TV-Player mit Pitch-Control, das habt ihr nicht. Das gab es ja alles. Also du hast das Studio durch dein eigenes Geld mit aufgebaut, ne? Ich habe mich immer identifiziert, ich war nie zu Hause. Und dann gesagt, du machst jetzt ein Volontariat. Sag ich, was ist das denn? Naja, also du machst jetzt da vorne in der Wortredaktion mit und du kannst auch noch weiter in der Musikredaktion. Für ihn war es eine Geschichte, eine gute Sache. Du machst weiter in der Musikredaktion, kannst da gut sein Zeug machen oder geiler musst du da. Und hier musst du auch noch. So können wir das zu einem geringsten Teil machen. Aber hat er gesagt, du musst dann auch eine Ausbildung machen.
Und das war mir nicht klar, dass ich das könne oder kann, weil das kann ich nicht. Ich kann nicht reden, ich kann nicht schreiben, das kann ich nicht. Das können nur die Typen, die aus Tübingen kommen. Das kann ich nicht. Also du kannst nicht reden, hast du damals gesagt. Ich kann nicht reden, ich kann nicht schreiben, das kann ich nicht, ich habe keine Ahnung. Das können nur die Typen, die aus Tübingen kommen. Ja. Und dann habe ich halt gemerkt, dass das ein Kampf mit dem weißen Papier ist, aber dass die da aus Tübingen kamen, das meisten sind Theoretiker. Die reden dann über die einfachen Menschen in Tübingen, kennen die einfachen Menschen in Tübingen aber gar nicht. Da habe ich gelesen, das ist so gar nicht. Aber willst du das wissen? Ich kenne die Leute, das ist so gar nicht. Und dann haben sie sich dort, ich weiß noch, es gab eine Geschichte, sie haben einen Sexshop eröffnet in Tübingen. Heutzutage, ja, das gab eine Riesendemo. Und ich habe heute noch den Spruch im Kopf. Da saßen da so ein paar durchgeknallte Feministinnen, nichts gegen Feministen, aber die saßen da, waren total aggressiv und haben dann zu diesem Typen, der diesen Pornoschuppen da aufgemacht hat, diesen Sexshop, der völlig harmlos, und dann auch zwei Prostituierte aus Frankfurt mitgebracht haben und da hier so eine Goldkette, das hat sie mir hingestellt, da gab es Chöre in dieser Tübinger Altstadt, weißt du, hier, Hölderlin-Turm, Walter Jens. Was haben sie geschrieben? Wichser in den Mixer, Macker und dann Acker. Das ist heute noch, das ist 30 Jahre her und länger. Und ich, hä, was ist das denn? So. Und das war die Grünen fing an, es war eine relativ aggressive, die saßen ja, alle so. Ja, und so. Ja, und da kam ich so rein, dachte ich so. Und ich sah aus wie jiddischer Diamantenhändler. Ich hatte so Plateaufrisuren, schwarze Mäntel, dachtest du, ist der von Depeche Mode? Habe ich aber gar nicht gehört. Ich war irgendwie merkwürdig angezogen für dich. Wo bist du denn her? Ja, ich komme von diesem Sender. Aha, der war neu, finde ich super. Und habe das einfach aufgenommen und gesagt, Leute, macht euch mal locker. Locker machte sich damals niemand. Ich habe gesagt, ja, wenn jemand das nötig hat, in den Puff zu gehen, wo auch immer, lass ihn, bevor irgendeine Frau auf der Straße anmacht, so, wie bist du denn drauf? Ich denke einfach pragmatisch. So, aber ich habe eben in jede Richtung Leute, konnte mit denen reden. Und da habe ich eben auch die einfachen Leute, die sollen mit dem Kracher führen. Und andere gesagt, so einfach kann man es nicht machen, die Frauen werden ausgebeutet. Ich habe das also beides. Und dann habe ich gemerkt, ich bin gern Reporter. Das kann ich schon mit so einem Maranz. Ich kann mit Leuten reden, ich kriege was aus denen raus, die wollen mir was erzählen. Ich schaffe es, dass sie vergessen, dass da ein Mikro läuft und fange an zu reden. Und dann habe ich gemerkt, ich bin gern Reporter. Und im Fernsehen gab es eine Fernseh, die hieß Lou Grant. Ja, so. Kenne ich noch. Das fand ich so total geil. Das ist es. Und deswegen auch die ganzen Filme, die mit Scheißjournalismus zu tun haben hier, die Unbestechlichen. All das habe ich mir dann natürlich reingezogen. Das ist geil. Das ist was. So kannst du diese Willkür, diese unterschiedlichen Klassen und diese Doppelbödigkeit, das kannst du, weil du pendelst zwischen den Welten. Mhm. Und das ist das, was ich heute eigentlich noch mache. Ich pendel zwischen all dem, um zu zeigen, was es alles gibt und wo jeder glaubt, er könne dem anderen vormachen, dass es ihn gibt, aber es ist alles bloß ein Schattenspiel, ein Quatsch. Und das macht mir also Spaß, ob ich jetzt auf eine Demo gehe oder mit einem Spitzenpolitiker. Am Ende sitzen, ich stelle mir immer Leute vor, nackt auf dem Klo, sehen die alle gleich aus. Das soll der Quatsch. Und das ist das, warum ich zum Radio gegangen bin. Weil da konnte ich jetzt mein Hobby machen. Ich konnte laut Musik hören. Ich habe ja immer laut gehört. Ich habe ja nicht leise mit Kopfhörer gehört. Wir waren nur zu zweit. Sondern da lief eben dann auch, verstehst du, Dr. John, aber richtig aufgerissen. Weil es gibt Tracks, die muss man einfach laut hören. Sonst right place, wrong time. Sonst hat es gar keinen Sinn. Also auf Vinyl noch. Und da ging die ganze Hip-Hop-Bewegung los. Die Jungle Brothers kamen, De La Soul. Das kam raus. Ich bin da in den Laden gegangen. Ich habe damals gekauft, das soll, ich weiß nicht, ob sich das durchsetzt. CD. Klingt anders. Das haben wir gemacht. Und beim Öffentlich-Rechtlich wurde ja noch auf Bänder überspielt. Es wurden ja nur Bänder gespielt. Ja. Ich habe jedenfalls so einen Sender 4 Jahre lang mit aufgebaut und habe dann als Reporter angefangen, sehr viele Sachen zu machen, die spezial waren. Also ich habe dann Porträts gemacht über Menschen, die im weitesten Sinne durchgeknallt waren, verrückt waren. Auch wirklich körperlich Verrückte. Ich habe eine Geschichte von einem Typen gemacht, der war jemand, der war in einer Irrenanstalt, wie man damals gesagt hat, aber der durfte raus, weil der war nicht gefährlich. Und der hat immer gedacht, er wollte immer Flugzeuge bauen aus alten Fahrrädern und Mülltüten. Das ist natürlich ein Unternehmen, was zum Scheitern verurteilt ist, aber er hat es trotzdem immer gemacht. Und er lag dann immer im Krankenhaus, weil er immer gestürzt ist. Und dann habe ich den mal besucht, zu Hause bei ihm, also neben dieser Irrenanstalt, wo er raus durfte. Mhm. Und dann bin ich bei dem in die Scheune gegangen und da standen hunderte Modelle von diesen Flugzeugen, die er gebaut hatte. So hunderte Modelle, dachte ich, was ist denn das so? Und da habe ich gelernt, dieser Typ lässt sich nicht dadurch abtören, dass das nie klappt. Der steht immer wieder auf, macht eben, das war für mich die Metapher, hey, der Typ will mir was sagen. Wir schmeißen oft die Flinte ins Korn, wenn irgendwas nicht klappt. 2-3 Mal und schon sagen wir, nee, und dieser Typ, wo es offensichtlich nicht klappen kann, lässt sich nicht ab. Das klappt auch nicht, Gesetze der Aerodynamik. So, und das hat mir natürlich später auch bei allen Sachen, die ich gemacht habe, geholfen. Dass ich gesagt habe, Schluss ist, wenn ich sage, dass Schluss ist. Und es kann alles klappen. Wenn es nicht klappt, liegt es daran, dass du nicht genug Energie hast. Dann nimmst du nochmal Anlauf. Das fand ich eben auch gut bei Pionieren, die nochmal auf den Nanga Parbat, nochmal in den Mount Everest oder sagen, KenFM mit raus, bis es klappt. Weil es gibt zwei Möglichkeiten. Es klappt oder es klappt nicht. Und dass es nicht klappt, will ich gar nicht. Bleibt nur noch richtig übrig. Es klappt. Durchziehen. Es muss ja klappen. Einfach machen. Immer wieder. Das Ticket immer wieder belasten. Und irgendwann klappt es. Du darfst nie aufgeben. Das habe ich von solchen Leuten gelernt. Und das ist auch etwas, was ich, wenn ich einsame Wölfe getroffen habe. Ich habe mal 3 Tage lang in der Weinsteige
hier Stuttgart, mich als Penner verkleidet und mal 3 Tage als Penner dort rumgeht, um einfach zu gucken, wie das so ist. Die werden ja alle, die sollen lieber arbeiten gehen, verdienen Geld. Du kriegst erstens kein Geld und du wirst nur schlecht behandelt. Die Leute lassen ihre Wut auf, die spucken dich an, stimpfen dich an. Ja. Und du musst irgendwann Alkohol trinken, weil sonst hältst du das nicht aus. Und deswegen bin ich eben Obdachlosen, habe ich Lehrer, Frau verlassen, sonst was, warum die abgerutscht sind. Das hat mich interessiert. Das sind nicht alles habe nichts, tauge nichts, so, so. Sieht man ja auch hier viel in der Stadt, dass da Leute sind. Junge Menschen, warum sitzt der da? Nicht, ja, die sind alle Söhne. Das sind individuelle Biografien und das hat mich immer interessiert. Warum sitzt der? Also was sind das? Und deswegen, ich war dann auch viel unterwegs und wenn du viel unterwegs bist, lernst du die Menschen und lernst die Leute ja sehr, sehr gut kennen, viel kennen, weil du musst mit ihnen ja ins Gespräch kommen. Man kann ja nicht googeln, ging ja nicht, musst du oft fragen. Wo ist denn das hier? Klingeln und ja, also, ja, persönliche und Gespräche. Einfach, und das hat mir das hat mich begeistert. Und ich habe immer versucht, wo es immer die Möglichkeit gab zu arbeiten, in Baugruben, Landwirtschaft, überall, wo ganz andere Welten sind. Und einfach schaffe ich das, mich mit denen zu synchronisieren und mich nützlich zu erkennen, wie das funktioniert und das zu machen. So. Und dann kriegst du auch ein ehrliches Feedback. Geiler Typ. Der hat hier die Landmaschine relativ schnell verstanden und der macht jetzt mit uns Kartoffelklauben. So. Und der ist sich auch nicht so schade nachher auf dem Acker. Warum? Ja. Natürlich nicht. Warum nicht? So. Und das ist eben so, oft wird Bildung benutzt, um sich abzusetzen gegen die Unterschied. Ihr seid so, das habe ich nie so verstanden. Ja, ja. Sondern Bildung ist immer so, hör zu, du hast jetzt die Chance gehabt, dir viel reinzuziehen. Das hat auch mit Zeit verbunden, weil wenn du von zu Hause gar kein Geld hast, kann es auch sein, dass die Eltern dich irgendwo hinschicken, um Geld zu nach Hause. Dann kannst du es nicht machen. Bilde dir darauf nichts ein, dass du irgendwie die Kurve bekommen hast, weil es hat auch mit Glück zu tun. Also, dass meine Mutter zum Beispiel gesagt hat, ihr geht auf eine Waldorfschule. Da war ich dann bei sehr vielen gebildeten Leuten mit Kohle, die ja dann auch gesagt haben, wenn es eine Klassenfahrt so gab, bezahlt man das ja so im Kollektiv. Ja. So hat das funktioniert. Gebe ich heute zurück, wo ich immer sage, wenn, ich mache nicht abhängig, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, was der hat, sondern hör zu, der will. Und der kann ja nichts dafür, mit welchen wirtschaftlichen Dingen der ausgestattet ist. Und das ist für mich so, weil heute ist es ganz stark so, dass man so taxiert. Deswegen, ich war ja neulich hier in Bautzen war das, ne? So, wo ich dann auch vor Leuten gesprochen habe, wie kannst du da hingehen nach dem Motto, dass du vor denen auftrittst? Erstens war es kein Auftritt und zweitens, was soll das heißen vor denen? Die sind einfach gestrickt und so. Ja, warum sind die denn einfach gestrickt? Du meinst jetzt, wir sind Deutschland, ne? Ja, warum sind die einfach gestrickt? Guck doch die Leute an, ohne Vorurteile an jemanden. Ja, aber es ist immer so, ich weiß, was du meinst, aber es geht die Angst, was die anderen dann denken. Und diese Feigheit sehe ich ganz stark beim Mittelstand und bei der Elite. So. Ja. Und das kann ich nicht leiden. Bei den Akademikern. Ja, das kann ich nicht leiden, nach dem Motto, sag mal, dann sag das doch laut. Das, was wir im Dritten Reich immer gebraucht haben, die Leute das nicht gesagt. Das sehe ich heute ganz, ganz stark. Dieses, ich weiß, was du meinst. So, aber so. Wir merken ja, bei KenFM hat sich das Blatt ja längst gedreht. Dass es heute so ist, wir werden auf der Straße von 100 Leuten, die uns erkennen, sagen, finden uns 98 ja gut. Inzwischen viele Leute, von denen wir es nicht gedacht hätten. Aber dieser Dreheffekt, den haben wir herbeiführen müssen. Es war nicht so, als es losging, dass die Gebildeten gesagt haben, das ist ja eine Schweinerei. Der einfache Bürger hat gesagt, das geht nicht. Der hat das Herz auf dem rechten Fleck und denkt nicht taktisch genug, um zu sagen, ich warte erstmal ab, wie das Experiment ausgeht. Und das rechne ich dem einfachen Mann an. Da weiß ich, wo ich dran bin. Mhm. Der ist echt so. Und das deswegen, der einfache Mann ist es auch, der dich versteckt. Ja. Es ist nicht der Akademiker. Wenn plötzlich ein Staat kommt, sagt er zu, Journalisten mit iranischen Roots müssen jetzt abtransportiert werden, wieder mit Zügen irgendwo hin, dann wäre es der einfache Mann, der sich versteckt. Bin ich ganz sicher. Der Akademiker sagt, ja, es passt gerade schwierig, es geht jetzt nicht. Geht jetzt gerade nicht. Und ich weiß, was du meinst, aber nur eine Stunde. Ja, so. Das habe ich gelernt.